Ich grüße euch Kindersouls und heiße euch herzlich willkommen zurück im Aztanic Council zur vorerst letzten Folge, wie ich an der Stelle verkünden muss. Ich hatte ja die letzten beiden Folgen so ein bisschen gefragt, wie ihr das seht, soll ich eine Pause machen, soll ich keine Pause machen und so weiter und so fort. Da hat sich keiner gemeldet, also habe ich jetzt selbst entschieden und habe beschlossen, eine Pause zu machen. Zumindest bis der Heinlein-Patch draußen ist und auch bis ich Deus Ex Mankind Divided durchgespielt habe, und danach kommen wir dann wieder hier ins Aztani, nein, nicht ins Aztani Council, aber zu Stellaris und werden dann so ein bisschen was Kriegerischeres spielen, so im Rahmen von Warhammer 40k Orks, dachte ich vielleicht. Mal gucken, vielleicht, wenn es bis dahin einen guten Mod gibt, ich habe mich da schon ein bisschen umgesehen, werde ich da auch mal so einen Warhammer 40k Mod für runterladen. Wenn euch das gefallen würde, schreibt es mir in die Kommentare auf jeden Fall. Ansonsten werde ich in nächster Zeit, wenn ich den Witcher 3 fertig aufgenommen habe, XCOM 2 spielen mit der Erweiterung Iron Man Modus. Wenn ihr da Soldaten irgendwie stellen wollt, also in welcher Form auch immer, könnt ihr mir das da in die Kommentare am besten unter das letzte XCOM schreiben. Unter die letzte XCOM-Folge. XCOM 2 natürlich. Forschungsstation fertig gebaut. Kann sein, dass, also wenn heute gar nichts passiert, ne, dann mache ich die Folge irgendwie nur 20 Minuten oder sowas. Ich hoffe ja irgendwie, dass ich zumindest hier dieses gefallene Imperium hier drüben nochmal meldet. Im Heinlein-Patch sollen die ja dann auch erwachen können, ne? Zum Beispiel in solchen Situationen, wie es hier passiert ist, dass die Preparation hier einfach einfallen. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass das funktionieren würde und dass sie da mitmischen, ne, und sich das nicht gefallen lassen, dass die Brethren da ihnen irgendwie die Gebiete abnehmen nacheinander und Schabernack Construction oder sowas. Hat Malakan was? Raumhafen oder? Nee, auf dem Planeten. Ja, gut, das sagt Malakan jetzt durch. So, wir können ja mal gucken, wir können hier oben noch so ein bisschen siedeln, ne? Ist alles ohne Konsequenz im Prinzip. Ach, auf 56 schon gefallen, okay. Das hier gehört nicht uns, das System. Ach doch, das gehört uns. Da könnten wir für 30 siedeln. Drum könnten wir für 33 siedeln. So, ich guck mal. Was gibt's denn jetzt Schönes? Ach doch, das sieht aber schön aus. Deswegen kolonisieren wir einfach mal. Ja. Ich würde sagen, da schmeißen wir uns direkt da drüben hin. Voleos Prime, sehr schön. Ja, am Voleos könnten wir auch mal irgendwie ein Konstruktionsschiff gebrauchen. Da haben wir doch eins, das gar nichts zu tun hat. Dann bauen wir doch mal hier eine Forschungsstation gerade. Das Ding hier baut noch, hoffe ich. Das hier auch noch. Research complete. Und da haben wir schon wieder Forschung fertig. Selbstbewusste Kolonieschiffe. Ah, genau rechtzeitig. Ausreichend fortschrittliche Systeme sind in der Lage, sich selbst zu optimieren. Vorausgesetzt natürlich, man macht ihnen ihren Einsatzzweck wohl bewusst. Jo, was wollen wir als nächstes machen? Flashkühlmittel. Jo, Sensorreichweite planetar. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Mehr Energieproduktion brauchen wir im Moment aber überhaupt nicht. Deswegen nehmen wir die Flashkühlmittel. Achso, und ich wollte natürlich machen. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht offscreen. Ich hatte es ja eigentlich angekündigt. Das geht hier ab. Okay. Wollte ich mich ja um die Schiffsdesigns kümmern. Und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen hinfällig geworden. Aber ich wollte wenigstens mal. Dieses Forschungsschiff hier, irgendwas gerade passiert, muss ich mich gleich drum kümmern. Wollte ich zumindest mal mit einem neuen Sprungantrieb versehen. Sprungantrieb 1 oder Psi-Sprungantrieb. Ach, der hat Reichweite Sprungantrieb plus 50. Der Psi-Sprungantrieb. Ja, dann nehmen wir doch direkt den. Minus 20 Energie gibt uns das plötzlich. Ja, verdammt nochmal. Mehr Energie gibt's nicht. Das heißt, ich müsste hier die Schere rausnehmen. Reicht auch nicht. Das heißt, ich müsste die Impulstriebwerke runter
Ja. Die Sensoren down zu graden ist irgendwie sinnlos, ne? Ich will mal gucken. Ja, das Design überschreiben. So, und dann werden wir dieses Ding hier mal upgraden. Wo ist denn das Ding? Willet, das müsste auch hier direkt irgendwo sein. Was hier passiert? Ach, ein Hungertod. Oh, geil. Auf. Ach, das ist unser Planet. Wie seit wann ist das unser Planet? Ich weiß es nicht. Ja, hier sieht es natürlich. Ich will nicht sagen, nicht hübsch aus, aber. Wer hat denn diesen Planeten? Construction complete. Hier, mach mal Pause gerade, Mann. Das ist eine Grenzklinik. Wo ist denn hier unser. Ach, da ist unser Ding. Ja, naja, ist ja kein Wunder, wenn da keiner sitzt und arbeitet. Dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern, wenn die Leute hier verhungern, ne? So, und schon haben wir nämlich schwer genug Nahrung. Wir können den hier trotzdem mal ein bisschen Ausbau spendieren irgendwie. Ja, Biolabore brauchen wir noch. Hydrokulturfarm, naja, meinetwegen, was soll's. So, was sagt uns denn hier? Bewohnermodifikation, Zufriedenheit minus 30, warum? Was ist los? Aliendienst, Herr, spiritualistisches Regime, Xenoerleuchtung gestattet, mögen die nicht, künstliche Intelligenz, Bürgerrechte, mögen die nicht. Was ist denn los mit den Leuten? Wie sind die denn drauf? Kollektivistisch und fanatisch materialistisch. Leute, so kommt man doch nicht weiter im Leben. So, da fehlt den Batarian-Stein, wie es aussieht. Das ist natürlich jetzt doof. So, wo ist denn der, das hier? Zep? Das gehört mir. Das gehört mir. Ah, tatsächlich, gehört mir. Zusammen mit Efeu und so. Und der Sohn, ja, hier hinten wollen wir sowieso dann irgendwie einen Sektor draus machen. So, okay, was haben wir hier? Ihr seid auch durch. Sehr schön. So, also die haben wir auf jeden Fall integriert. Da weiß ich gar nicht mehr, warum die uns noch als Lehnsherren betrachten. Ah, Gouverneur aufgestiegen. Vasalisierung verlangen, ja, natürlich. Ach, das sind jetzt die Sovereign Ray of Suns. Die sind inzwischen so weit abgestiegen. Nun gut, wenn ihr uns vor allen Schrecken der Galaxie verteidigt, werden die Sovereign Vasallen werden. Sehr schön. Auf Tersonia haben wir eine Kolonie errichtet. So, dann gucken wir doch mal, was wollen wir denn hier bauen. Da unten ist unsere Hauptstadt. Dann gibt es hier erstmal eine Ships upgraded. Wunderbare. Oh ja, das gucke ich mir gleich an. Ganz genau. Eine wunderbare Grenzklinik. Hier oben gibt es ein. Das ist ein Symbol der Einigkeit. Fühlen Sie sich hier wohl? Zufriedenheit, Basis, gemeinschaftlich, bla bla, Herrschaft, alle erlaubt, mögen die nicht. Leistungsverstärker, mögen die nicht. Künstliche Intelligenz, Bürgerrechte, mögen die nicht. Was ist denn mit euch los, Leute? Warum mögt ihr das denn nicht? Mann. So, mal sehen, können wir denen hier irgendwie so eine... Paradieskuppel können wir natürlich nicht bauen. Ja, dann muss es vielleicht erstmal so reichen. Wisst ihr was? Abbrechen. Machen wir mal das Ding hier lieber frei. Und da bauen wir dann nämlich unsere wunderbare Grenzklinik drauf. So. So, ja, sehr schön. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Wenn wir diesem Schiffchen hier einfach sagen, wie weit kann es denn springen? Wir sehen, ändert sich das irgendwie, dieser Radius? Kolonieschiff? Ja, das scheint sich zu ändern. Also können wir jetzt hier mega schnell nach Isaac einfach springen. So, wir gucken uns das mal an. Einmal natürlich, wie es hier aussieht. Und wo das springt. Okay, das geht also hier zum Systemrand offensichtlich, auf jeden Fall. Da kann ich mich gerade nicht kümmern. Ist auch egal, muss ich mich nicht drum kümmern.
So, also das muss mit dem Sprungantrieb zum Systemrand. Und dann machst du zzzzt, lädt es super schnell auf. Ist auch ein kleines Schiff. Und dann ist es einfach weg. Und sofort hier drüben. Ja, dieser Sprungantrieb ist mega gut, ne? Also da hat die Beschreibung echt nicht gelogen. Da ist man quasi im einen Moment noch da und im nächsten, man hat keine Transitzeiten. Das ist mega nice, der Sprungantrieb. Ohne Quatsch jetzt. Der gefällt mir und der hat einen richtig guten Radius und du kannst halt überall hinspringen, wo du Bock hast. Herrlich. Wo wollen wir denn mal hinspringen, frage ich mich gerade. Können wir da irgendwo einfliegen? Um hier so ein bisschen was zu erforschen irgendwie. Haben wir denn überhaupt irgendwo noch unerforschte Systeme? Ja, hier oben, ne? Da kennen wir uns gar nicht aus so richtig. So, sage ich einfach hier dieses System erkunden. Also Sprungantrieb? Mega nice. Mich würde mal interessieren, habe ich hier noch mehr Schiffe gerade? Ne, ich kann jetzt gerade nicht vergleichen, wie der Radius zum Wurmlochantrieb ist. Aber wenn ich mir das mal angucke, ne? Der Radius sieht eigentlich ziemlich gleich groß aus. Wenn nicht, vielleicht sogar ein bisschen größer sogar. Ne, von W-Moll aus gesehen, dass dieser, wenn ihr mal ganz kurz eure Patschis an dem Bildschirm irgendwie bewegt, und von W-Moll hier den Radius nehmt, zu diesem, also hier von W-Moll den Radius zu diesem Kreis, dann ist er auf jeden Fall, naja, bestimmt eine Viertel kleiner als hier, also das ist ungefähr ein bisschen größer, ne, dieser Radius hier. Das finde ich mega nice, Ziehsprungantrieb. Er hat größere Reichweite, ne, glaube ich, als der normale Sprungantrieb, das sind 50% mehr. Und das ist dann schon echt, also ich will jetzt nicht das Wort nice so ein bisschen überbeanspruchen, aber ist es wirklich. Kostet halt 30 Energie. Wo ist denn hier mein scheiß mein schönes Forschungsschiff? Meine ich, ach, den kann ich direkt auf dem Schirm, ne? Reichweite Sprungantrieb plus 50%, ja. Das ist echt eine coole Sache. Ja, damit kommt man echt schnell rum in der Galaxis. Ja, da macht Springen doch Spaß, oder? Würde ich sagen. Also so ein Sprungantrieb? Hm, ja, doch. Hat schon was für sich. Da haben wir den auch nochmal ausprobiert. Finde ich gut. Und da könnte man jetzt so natürlich irgendwie den Geheimnissen des Universums... als wir hier angefangen haben, dieses Spiel, ne, da mit dem Aztani Council das zweite Mal angefangen, war das ja noch so, dass die benachbarten Reiche einen standardmäßig nicht reingelassen haben. Und das hat sich jetzt geändert. Die lassen einen jetzt standardmäßig rein. Ne? Es gibt dann Isolationisten, die lassen einen nicht rein, okay. Aber ansonsten lassen die einen rein. Ne? Und da ist so ein Sprungantrieb natürlich unglaublich mächtig, weil man dann plötzlich überall ganz schnell überall hinspringen kann. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Werde ich mal gucken. Der hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir spiritualistisch veranlagt sind. Da werde ich mal sehen, dass wir das beim nächsten Mal dann auch irgendwie hinkriegen. Da hatte ich ja sowieso vor, die Jungs als fanatisch-militaristisch natürlich zu spielen, aber auch als spiritualistisch. System Survey complete. Ja, die Warhammer 40k Orks zum Beispiel glauben ja an Gork und Morg. Und daran wollte ich mich dann so ein bisschen anlehnen. Ach was, ihr habt das hier schon. Ihr habt das schon alles hier. Hier gibt's nichts, oder was? Da gibt's nichts. Habe ich mir ein gutes System ausgesucht. Ach, guck mal hier drüben aber. Schiff, du bist gemeint. Einmal dieses System erkunden, bitte. Ja, also man muss dann natürlich mit diesem Antrieb noch ein bisschen mehr Kompromisse eingehen, was die Ausstattung der Schiffe angeht. Aber dieses ganze Slot-System wird ja sowieso noch ein bisschen überarbeitet. Bis zum Heinlein-Patch, da freue ich mich auch schon drauf. Generell Nahel ist gestorben, unerwartet. Naja, jetzt ist unsere Armee wieder anführerlos. Naja,
Macht nichts, brauchen wir eh nicht mehr. Tja, und das ist eine dieser Phasen im Spiel, in denen dann gar nichts passiert, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Lässt sich bei solchen Spielen auch nicht verhindern. Und dadurch, dass unsere Allianz halt so ist, ne, wir, das haben die Entwickler auch geschrieben, in einem ihrer Entwicklerblogs zum Heinlein-Patch, wenn man in so einer Allianz ist, ne, da kann man halt mit den anderen Mitgliedern irgendwie keinen Waffenstillstand mehr vereinbaren oder sowas. Also man kann da nicht vernünftig Vertrauen aufbauen. Und das wollen sie dann auch ändern für den Heinlein-Patch. Weil neben dem grafischen Update, das das Spiel dann erhält, besonders die Kämpfe und so weiter und so fort, ist das für mich ein ganz wichtiges Feature. Freue ich mich schon drauf. So, was haben wir denn hier? Verlassene Raumstation. Ein kleines Team von unserer Kolonie auf Bicol Prime, okay, hat kürzlich eine primitive Raumstation betreten, die von den ursprünglichen Bewohnern des Planeten, nicht des Planets, zurückgelassen worden war. Um die Sichtfenster mit Blick auf den Planeten herum, auf den Planeten herum wurde die dicht gedrängten, mumifizierten Überreste der Stationsbesatzung gefunden. Als sie unten die prallen Pilzwolken sahen, das ist schön übersetzt, dankeschön, muss ihnen klar geworden sein, dass sie dem Untergang geweiht waren. Die Kommunikationsprotokolle zeigen, dass die Astronauten mehrere vergebliche und zunehmend verzweifelte Kontaktversuche zu den Bodenstationen unternahmen, bevor ihnen schließlich die Vorräte ausgingen. Die Station ist in gutem Zustand und sie hat unseren Ingenieuren einen seltenen Einblick in die frühen Phase eines planetaren Raumfahrtprogramms gegeben. Die primitiven und doch genialen Lösungen beim Bau der Stationen haben sie auf mehrere Ideen gebracht. Verblüffen. 150 Punkte Ingenieurforschung. Verblüffen. Construction complete. System Survey complete. Yay, juhu. Also unser Schiffchen, hier einigermaßen schnell unterwegs. Was ist denn hier? Achso, das war auch ein ganz kleines System, ne? Im System ist es ja jetzt nicht mehr so schnell. Research complete. Ich find's mega geil, ne? Einfach blub, weg ist es und dann taucht es am anderen Dings auf. Nährstoffreplikation, Feldproduktion, Nahrung plus 25%. Yeah! Der Vorgang der synthetischen Replikation von Feldfrüchten führt zum Entstehen großer Abfallmengen für die Produktion einer geringen nutzbaren Menge, gibt der Agrarleistung aber trotzdem einen deutlichen Schub. Vermutlich soll das heißen. Sektorlimit plus 1, Grenzreichweite. Oder Lebensdauer, das ist auch was Schönes. Das sind die Grenzreichweite. Propaganda-Übertragung stehe ich voll drauf. Tja, mit den Istran, was hatten wir denn gehandelt mit denen? Forschungsabkommen tatsächlich, okay. Müssen wir mal gucken, die Itztran sind, denke ich, hier drüben. Haben wir die nicht inzwischen schon eingegliedert, die Itztran? Waren die nicht hier? Itztran. Ich meine, die waren da drüben. Ja, ansonsten finde ich die gerade nicht. Da! Ah. Ach, das sind die, ja? Okay, gut. Let's Abkommen updaten. Forschungsabkommen. Construction complete. So, machen wir einfach und sind wir uns super dankbar. Ach ja, machen die ja Krieg. Das ist so eine Prime. Haben wir angenommen? Ja, haben sich dazu herabgelassen. So, wie sieht's denn aus? Wen können wir denn hier als nächstes eigentlich mal so ein bisschen. Die sind ja mit uns in einer Allianz, ne? Da können wir mit denen gar nichts weiter machen irgendwie. Aber hier, das Spukzeug Commonwealth ist auch mit uns in einer Allianz. So, wie sieht es mit euch aus? Können wir euch schon irgendwie integrieren? Ne, die sind noch nicht lang genug bei uns. Die natürlich auch nicht. Die gehören jetzt aber definitiv zu uns. Ja, und ich wünschte, wir könnten dann ihre Wurmlochstation einfach mitbenutzen und müssen uns da nicht zum Kopf rum machen irgendwie. Tja, welche Welt wollen wir denn hier haben? Eigentlich egal, sind halt scheiße. Ne, die ist schon schön groß, ne? Hat aber überhaupt keine Rohstoffe. Die ist dafür ein bisschen klein. Auch nicht so cool. Weiß ich nicht, gefällt mir nicht. Diese, ich war gerade im anderen System, als ich dachte. Yay, kolonisieren. 35%. System Survey complete.
Ja, vielleicht schon mal uns hier in die Ecke. Oder? Ist eigentlich komplett egal, ich meine. Wir hören hier sowieso auf mit dem Spiel gleich. Hey, Zitrisystem, vollständig erkundet worden, nichts dabei gefunden. Also zu dem Zeitpunkt gehe ich natürlich davon aus, dass hier schon alle wissenschaftlichen Ereignisse und Funde abgeweidet wurden. Research complete. Arbeitslosigkeit, oh no. Synchronisierte Beschussmuster haben wir fertig. Die Vernetzung von Waffensystemen zum vor allem in gestaffelten Bodies verbessert. Mit der Zeit die tatsächliche Schadenswirkung von Militärstationen. Neue Forschung bitte. Extraktionsmuster, okay, ja. Ja, brauchen wir auch nicht, nehmen wir aber mit. So, und damit haben wir die 20-Minuten-Marke erreicht. Es ist leider nichts passiert, ne? Also ihr seht ab und zu mal so ein kleines Event irgendwie, so ein bisschen Forschung fertig. Oder auch die Zuckern Ascendancy. Die sagen jetzt wieder, Azani, eure Spezies spielt mit dem Feuer. Wir haben eure stümperhaften Versuche zur Schaffung von künstlicher Intelligenz beobachtet. Dadurch sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ihr auf dem Pfad der Zerstörung wandelt. Stellt dieses närrische Unterfangen sofort ein, sonst zwingen wir euch dazu. Ja, wir lassen uns natürlich nicht herumkommandieren. Das heißt, sie kommen hier gleich bei uns an. Flashkühlmittel bei Forschung, Schildschwingungen. Nehmen wir. So, und jetzt wäre es vielleicht doch ganz interessant, gerade mal. Da hinten sind die. Ach nein, es sind Minendrohnen. Na gut. Ja, jetzt wäre es vielleicht gerade mal ganz interessant, nochmal unsere Dingsies durchzugehen. So, die haben keine Energie. Die haben noch Plus-Energie. Den können wir auf jeden Fall. Die haben schon Plasma-Kanonen. Ich dachte, den könnten wir was. Alle bis hier drauf schrauben irgendwie. Achso, wir haben die Phasendisruptoren. Die treffen mit 82%. Die hier auch. Zumindest die kleinen. Die sind ja für uns relevant. Haben eine Reichweite von 40. Die hier auch. 2,5 Durchschnittsschaden, 2,82. Die haben besseren Durchschnittsschaden für durchschlagen Panzerung. Die hauen hier die Schilde komplett durch. Ja, weiß nicht. Zerstörer werden ja in Zukunft als defensive Schiffe gehandhabt werden. Wir haben eh keine Energie weiter hier. Die Kreuzer. Okay, nee, dann ist alles cool bei euch. Könnt ihr so weitermachen? Kann ich meinen Zerstörern echt nicht irgendwie noch was reinschmeißen? Irgendwie, nee, die haben schon Stufe 5 Schilder und alles. Ja, nee, kann man nichts machen, ne? Treffer schon. Ach so, na, den könnten wir natürlich fühlende Angriffscomputer geben. Geschwindigkeit, Kampf, Ausweichen, Waffenschaden. Waffen, nee, den anderen finde ich besser. Das Präkognitionsinterface. So, na, dann gucken wir doch mal. Die werden uns jetzt irgendwie eine Flotte gleich hier hinschicken. Da können wir ganz kurz noch abwarten. Und dann werden wir einfach unsere Schwärme alle direkt sammeln und denen entgegenstellen. Ja, vielleicht machen wir es einfach mal so. Wir fügen die alle zusammen. System Survey complete. So, dann gucken wir mal, wo bleiben die, wo bummeln die, welche waren das hier? Die Zucker-Kan Ascendancy war das, glaube ich, ne? Sind die schon da? Ne, das sind immer noch die Minendrohnen. Die Republic of Gilles. Achso, okay, mit denen haben wir schon irgendwie Unterstützungsabkommen ausgemacht. Tja, Leute, ihr habt noch 5 Minuten, um hier anzugreifen.
Soll ich hier einfach ein bisschen entgegenfliegen? Ich weiß nicht. Wollen wir denn hier unseren nächsten Sprungpunkt in Girtab? Fliegen wir auch einfach nach Girtab. Dann sind wir schon mal am Systemrand auf jeden Fall. So, jetzt machen wir Energie miese, weil wir halt unsere gewaltige Kriegsflotte hier abgedockt haben. Was haben wir hier? Pretherian Swarmer. Der ist nicht mehr da, da bin ich mir ziemlich sicher. So, ja, keine Ahnung, ob die jetzt hier wirklich bei uns vorbeigucken oder nicht, oder wie, oder was. Ich sehe sie auf jeden Fall noch nicht. Das waren schon die, ne? Ja, das waren die. Die sind wütend auf uns. Ja, dieses gefallene Reich haben wir mit unserer Aktion verärgert, was eventuell, ach so, eventuell nur mit einem Krieg vergelten könnten. Das sieht nicht so aus, als wenn die uns hier den Krieg erklären wollen würden. Das machen die gar nicht immer. Ah, okay, ich dachte, die kommen auf jeden Fall vorbei. Sagen ihr kleinen dummen Kinder, wenn ihr nicht hören wollt, dann müsst ihr halt fühlen. Und dann, dachte ich, greifen die uns immer an. Tun sie aber gar nicht. Ich vermute mal, wenn wir bis jetzt noch nicht hier vorbeigekommen sind, lassen sie es vielleicht einfach auf sich beruhen. Weiß nicht. Ich hätte ja gerne zum Abschluss nochmal so einen Kampf gegen die gehabt, ne? Die haben bestimmt eine, was weiß ich, eine 100.000er Flotte, eine 400.000er Flotte, irgendwas, was unheimlich mächtig ist vom Stärkewert her. Die dann bestimmt mit den besten Waffen ausgerüstet sind. Sind unsere Schiffe ja auch inzwischen. Und wir haben auch noch ein bisschen Flottenstärke hier über, die wir ausnutzen könnten. Wir können einfach mal anschließend unser... Ach, die lassen uns nicht rein. Weil die sind sauer auf uns. Sagen wir einfach anschließend dieses System hier erkunden. Construction complete. Yay, freue ich mich. Tja, also es sieht nicht so aus, als wenn die uns den Krieg erklären wollen würden. Das war's dann also für heute so ziemlich. Wie lange brauchen die ja noch zum Erkunden? Ich weiß es nicht. Gar nicht mehr so lange. Vielleicht warten wir das noch kurz ab. Die Kunden hier noch Cormiel. Und dann springen wir da rüber, gucken mal, was da abgeht. Ob die irgendwie eine Flotte auf die Beine stellen oder nicht oder was. Das gucken wir uns ganz kurz noch an und wenn da nichts tatsächlich bis dahin nichts passiert, dann werde ich einfach die Partie hier beenden. Und dann soll es das gewesen sein. Colony established. System survey complete. So, da ist es fertig. Wird jetzt gleich hier rüberspringen. Das sind auch nur... Ist hier nochmal ein Zwischensprung? Ja, da ist ein Zwischensprung. 1, 2, 3, 4 Sprünge. Und die gehen ja super schnell. Hier unten kann man es sehen. Das ist Sprung Nummer 1 gewesen. Aber man sieht hier gar nicht, wann es auflädt. Es wird irgendwie hier so ein bisschen überdeckt. Schade. Blopp, Sprung 2. Also das ist schon echt mächtig, ne, wenn man sich anguckt, wie schnell man hier einfach ans andere Ende der Galaxie kommt. Das ist nicht ganz das andere Ende, aber schon. Ne, hier sind wir losgesprungen. Es ist schon ziemlich weit entfernt. Blopp. Also Sprungantrieb, werte Kinder Souls, ne? Wenn euch der mal irgendwie zur Erforschung freistehen sollte, machen. Definitiv machen. So, ja, ich kann da nichts entdecken, keine Kriegsflotte angekommen. Gut, dann beende ich die Partie an dieser Stelle. Bedanke mich natürlich für eure Aufmerksamkeit, werte Kinder Souls. So, wo kann ich das denn hier? Partie beenden. Möchten Sie wirklich zurücktreten und zum Hauptmenü zurückkehren? Ja, Partie beenden. Kriege ich eine
Ja, ich dachte, ich kriege jetzt noch so eine Abschluss-Dingsbums irgendwie. Schade, gab's nicht. Hätte ich mir gewünscht, ne? Irgendwie so ein paar Kurven. Von Civilization kennt man das ja zum Beispiel, wo man sieht die Ausbreitung und so weiter und so fort. Tja, das war's also. Wir sehen uns dann, wie gesagt, wieder, wenn ich Deus Ex Mankind Divided durch habe und der Heinlein-Patch draußen ist. Ich vermute, der wird raus sein, bevor ich durch bin. Jedenfalls, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, geht's weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, werte Kinder. So, jetzt verabschiede mich von euch. Hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid, wenn es hier ein bisschen kriegerischer zugeht. Und wenn ihr einen guten Warhammer 40k Mod für dieses Spiel hier kennt, dann schickt mir doch bitte auch mal irgendwie einen Link in die Beschreibung. Das wäre super nett von euch. Ansonsten bleibt mir nur noch euch zu wünschen, dass euch die Strömungen des Universums immer gewogen sein mögen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!